Ich habe ja eben ein paar Veranstaltungen aufgezählt, die sich im letzten Jahr mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Und eine habe ich vergessen, der Chaos Communication Kongress, der CCC, wo ich auch im Dezember in Leipzig war letztes Jahr. Und da hat unter anderem Constanze Kurz, die Sprecherin des Chaos Computer Club Deutschland, sehr stark die Fahne hochgehalten für mehr Verbindung zwischen der Öko-Community und den Programmierern und Programmiererinnen. Und sie hat da angeknüpft an ihr Engagement auch im Rahmen der Konferenz Bits und Bäume, zu dessen Kernteam sie ja auch gehörte. Und jetzt ist es ziemlich genau ein Jahr später und wir haben gefragt, Constanze Kurz, können Sie uns ein bisschen challengen? Was hat sich denn aus Ihrer Sicht getan im letzten Jahr? Wo hatte die Wissenschaft Erfolge? Wo gibt es Lücken weiterhin und wo muss es in der Zukunft hingehen? Und wir freuen uns sehr, dass sie gekommen ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Constanze Kurz. Ja, ich möchte mich auch sehr bedanken für die freundlichen Worte. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich in Vorbereitung auf die Tagung gesehen habe, dass sich das Öko-Institut sozusagen der Bits und Bäume Bewegung angeschlossen hat. Denn es gab nicht nur eine Konferenz letztes Jahr, die viel Arbeit gemacht hat, aber auch uns erschlagen hat mit Interesse und sehr vielen Teilnehmern, viel mehr als wir erwartet haben, sondern daraus ist eine gewisse Bewegung entstanden. Das heißt, da haben sich Ableger gebildet, da haben sich sehr viele Leute den Forderungen, den politischen Forderungen, die aus der Bits und Bäume Konferenz hervorgegangen sind, angeschlossen. Insofern war ich ganz begeistert darüber, dass das Öko-Institut sich sozusagen in der Tradition dieser Bewegung auch versteht. Geht nicht wirklich nur darum, Umweltbewegte und ein paar Programmierer zusammenzubringen, zumal der Chaos Computer Club doch eher ein Hackerverein ist als ein Programmierclub, sondern ich glaube, die Ziele, die wir uns da gesteckt haben, sind ein bisschen größer. Es war sehr viel von Werten, von Menschenrechten, auch von Entwicklungspolitik die Rede, als nur von diesem engen Bereich der Netzpolitik oder der Ausgestaltung der Digitalisierung. Aber vor allen Dingen war es ein sich dagegen stemmen, die Entwicklung sowohl im Digitalen wie auch im Bereich der Nachhaltigkeitsfragen, der Umweltfragen, als so eine Art Welle zu sehen, an der man nichts machen kann, die einen überrollt. Mir scheint, gerade wenn ich so vergleiche, zwischen den verschiedenen Bewegungen, dass es im technischen Bereich noch stärker so ist, dass die Menschen den Eindruck haben, es ist eine Welle, die sich fortbewegt, ständige neue Technik herausbringen, an der sie nicht viel machen können, dass die Ohnmacht noch größer ist. Das hat sich im letzten Jahr verstärkt, finde ich, für den Bereich der Technik und hat sich etwas reduziert, finde ich, im Bereich der Diskussionen um die Klimakrise, insbesondere durch Fridays for Future. Ich glaube, wir sind ja an so einem Turning Point angekommen jetzt in der Frage von Umweltaktivismus und wie die politischen Forderungen aussehen. Da hat sich also eher was auseinanderentwickelt zwischen diesen verschiedenen Bewegungen. Aber ich will trotzdem ein paar Parallelen ziehen, aber auch ein bisschen darüber reden, wo die Unterschiede sind und wo ich die Challenges, die Frau Schoß sich ansprach, sehe. Ich glaube, es gibt immer, wenn ich so vom Turning Point rede, es gibt so bestimmte Momente im Laufe der Zeit, wo sich so ein Zeitgeist entwickelt und wo man eine Chance hat, was Fundamentales zu verändern. Und der könnte jetzt gekommen sein. Und für die aktivistische Bewegung im Bereich der Daten, im Bereich der Fragen, wie kann man Technik regulieren und wie sollte sie reguliert werden, was sind die Werte, die wir in Technik abbilden wollen, da ist dieser Zeitpunkt wahrscheinlich gerade vorbei. Wir hatten ja auch eine Form von Greta, ich denke, es war Edward Snowden in vielerlei Hinsicht, der viele in dieser Datenschutzbewegung oder generell auch unter den Hackern haben gehofft, dass die ganzen Snowden-Skandale dazu führen würden, dass wir ein Umdenken hätten in Fragen der kommerziellen Überwachung und der staatlichen Überwachung und des Umgangs mit Daten. Aber wir müssen im Nachhinein sagen, es sind jetzt ja mehrere Jahre, dass dieser Turning Point sicherlich so nicht geschehen ist. In Deutschland war das vielleicht noch ein bisschen anders, weil wir immerhin einen Untersuchungsausschuss hatten und die deutschen Parlamentarier sich ganz intensiv mit den Snowden-Veröffentlichungen auseinandergesetzt haben. Aber im Ergebnis müssen wir sagen, dass sowohl der kommerzielle Bereich der Überwachung noch sehr viel stärker geworden ist und auch also von der Seite des Lobbying und des Beeinflussens der politischen Sphäre stärker geworden ist und auch insbesondere der Bereich der staatlichen Überwachung, wo wir in Deutschland nach wie vor eine Zunahme an gesetzlichen Befugnissen für staatliche Überwachung in immer mehr Bereichen sehen. Also da entwickelt sich so ein bisschen was auseinander. Und
Das Ziel damals vor dem Jahr war natürlich auch, da zusammenzubringen und vor allen Dingen Wissen auszutauschen. Denn ich glaube, wenn man sich über Folgen von Technikregulierung und auch Einsatz von Technik nicht gut auskennt, kann man die Fragen, die sich in der Nachhaltigkeit oder generell im Umweltschutz, in der Klimakrise stellen, oft schlecht einschätzen, weil natürlich auch hier in dem Bereich längst so eine Art Buzzword-Lobbying entstanden ist, wo man diese Hoffnung ventiliert, dass technische Lösungen sozusagen es allen einfacher machen und man nicht wirklich auf irgendwas verzichten müsste. Und wenn man sich mit Technik gut auskennt, kann man natürlich besser einschätzen, ob das eher Versprechungen sind aus bunten Broschüren oder ob tatsächlich eine gute Chance auf sinnvollen Technikeinsatz besteht, der Werte, die man abbilden will oder Entwicklungen, die man unterstützen will, unter die Bedingungen, die man sich wünscht, eben unterstützt. Wir werden, glaube ich, mal sehen, ob vielleicht in einem Jahr oder so, ob der Punkt, den wir jetzt so erreicht haben, ist ja nicht nur eine deutsche Debatte, sondern sie ist ja international, was ich gerade spannend daran finde, ob die dazu geführt hat, dass es ein Umdenken gibt, was ein bisschen größer ist als nur so eine kurze, interessante Welle. Ich glaube, für die Technikentwicklung muss man das leider derzeit sagen, hat nicht funktioniert. Ich meine, wir hatten riesige Skandale, nicht nur in der staatlichen Überwachung von Edward Snowden ausgehend, sondern natürlich auch, wenn Sie sich an den Facebook Cambridge Analytica-Skandal erinnern, auch im Bereich dieser kommerziellen Überwachung. Und letztlich können Sie sich ja gerne mal auf Ihre eigenen Mobiltelefone orientieren, hat sehr, sehr wenig Änderung hervorgerufen in der Nutzung der Einzelnen. Da gibt es eine gewisse Parallele zwischen der Techniknutzung und der Frage auch dieser ganzen Klimaaktivismus-Diskussion. Da gibt es ja auch diese Diskussion, ist der Einzelne eigentlich irgendwie zu beschuldigen oder muss man ihm vorwerfen, sein eigenes Verhalten? Das haben wir in der Technik genauso, wie wir in den Umweltfragen haben. Also wenn man schief angesehen wird, wenn man nach München fliegt, so wird man auch von manchen Leuten schief angesehen, wenn man Facebook auf seinem Telefon hat. Ich glaube, diese Debatten sind ähnlich. Aber ähnlich ist natürlich auch die Frage, ob hier der einzelne Individuum zu beschuldigen ist oder ob man Lösungen finden muss, die gewisse Entwicklungen unterstützen und Angebote machen und ob man incentiviert oder eher verbietet. Aber diese Debatten ähneln sich aus meiner Sicht frappierend sogar. Und war schon immer ein Vertreter davon, dass man Möglichkeiten eröffnet, damit sich Leute die Werte, die sie gerne in Technik abbilden wollen, wie sie kommunizieren wollen, wie sie shoppen wollen, welche Betriebssysteme sie haben wollen, welche Geräte sie haben wollen, wie lange sie diese Geräte haben, dass man ihnen mehr Wahlmöglichkeiten lässt, also dass man ihnen eher Möglichkeiten eröffnet, als ihnen was zu verbieten. Ich glaube, das geht in dem Umweltbereich auch relativ vielen Menschen so. Ich will mal vielleicht ein kurzes Beispiel erzählen, ohne dass mir die Zeit wegrennt, wohin sich das in dem technischen Bereich entwickelt. Ich denke, da haben Sie sicherlich, wenn Sie eine Zeitung aufklappen oder irgendeine Nachrichtenseite klicken, jeden Tag neue Beispiele. Aber ein Schwerpunkt wird sicherlich sein, dass sich die Frage der Überwachung in der Technik individualisiert, noch stärker als sie es ist. Und da gibt es eine Menge Schnittpunkte zu Fragen der Nachhaltigkeit und auch der Steuerung von Verhalten von Menschen, etwa im Bereich von Smart City und so weiter. Da kann man sich sehr viele Beispiele überlegen, aber es wird auch individueller in Bezug auf unsere Körper, in Bezug auf unsere Spracherkennung, Stimmerkennung, Gesichtserkennung. Und wir haben gerade riesige Skandale, wo nicht etwa die Politik viel aushandelt darüber, wie mit unseren Körpermerkmalen in Zukunft umgegangen wird und wie die verarbeitet werden dürfen, sondern eher Gerichte darüber entscheiden. Der größte Fall ist sicherlich derzeit in den USA verhandelt, wo es um eine Rekordsumme von 35 Milliarden Dollar geht, die Facebook eventuell zahlen muss für den Missbrauch von biometrischen Daten, namentlich Fotos von Gesichtern. Das ist also ein Fall, der läuft seit 2015 und bezieht sich auf eine jetzt mittlerweile seit fast einem Jahrzehnt, also seit 2011, also 8 Jahre laufende Praxis, dass eben die Gesichter, die bei Facebook hochgeladen werden, in den USA weiterverarbeitet werden. Und es ist nur ein Fall in Illinois, also es geht nur um sozusagen die geschätzten 7 Millionen Facebook-Nutzer in Illinois und man hat eine Schadenssumme von 1.000 bis maximal 5.000 Dollar pro Person errechnet, so kommt man auf diese 35 Milliarden. Das wäre natürlich ein sehr viel höherer Betrag, wenn man das auf die ganze USA oder aber auch zum Beispiel auf Kanada und die USA bezüge.
Also, aber mir scheint, erst in den letzten Monaten ist auch eine Debatte entstanden, ob es eine politische Regulierung dazu geben soll, wie mit unseren Körperdaten umgegangen wird. Ja, zumal ja die Spracherkennungssysteme oder generell die biometrische Erkennung sehr große technische Fortschritte gemacht hat. Und in jedem jedem Smart City-Projekt, über das ich in den letzten 2-3 Jahren gelesen habe, ist auch oft so eine Form von Erkennung von Körpermerkmalen enthalten. Ob es Gesichtserkennung ist, ob es Gangerkennung ist oder ob es auch nur Anomalieerkennung ist von Menschen oder Spracherkennung ist. Also oft konvergieren diese Techniken. Und mir scheint, dass zu wenig gestaltet wird auf der politischen Ebene und zu stark immer wieder auf Gerichtsverfahren gewartet wird. Das haben wir natürlich in Deutschland auch. Das haben wir insbesondere im Bereich der Daten, des Datenmissbrauchs vom Gesetzgeber. Sie wissen, wir haben jetzt 14 Urteile aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland, die dem deutschen Gesetzgeber verfassungswidrige Gesetze vorwirft im Bereich der Daten. Das sind eine ganze Reihe. Das ist also eine Serie, die es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gab. Und wir haben insbesondere im Bereich der Daten 3 Grundrechte, die im Prinzip ausgehöhlt sind, obwohl sie Grundrechte sind, die jedem zustehen und die nicht nur in der deutschen Verfassung stehen, sondern die natürlich letztlich über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und auch über die EU-Menschenrechtsregeln uns allen zustehen. Das Fernmeldegeheimnis durchlöchert bis zur Unkenntlichkeit, also die Frage, wie privat können wir kommunizieren? Dann das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, zu sagen, das wichtigste Grundrecht, was das Gericht in Karlsruhe je geschaffen hat, nicht nur für uns Deutsche, denn hat sehr, sehr viele Gesetze gegeben im Land und im Bund, die daraus entstanden sind letztlich. Nämlich die Frage, wer hat die Hoheit über die Daten, wer darf selbst bestimmen über seine Daten. Das ist eigentlich bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt durch die kommerzielle Überwachung, aber auch durch den Bereich der großen staatlichen Befugnisse. Und die dritte ist Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen, ein weithin unbekanntes Grundrecht, was aber namentlich so geschaffen wurde in der Staatstrojaner-Debatte, nämlich die Frage, wer darf in Geräte eingreifen. Ja, hat aber der Gesetzgeber nicht in einem einzigen Gesetz zum Anlass genommen, eine Änderung vorzunehmen. Also auch im Prinzip, so ein wandelndes Grundrecht, wo sich so ein paar Juristen mit auseinandersetzen, wo der Gesetzgeber aber eigentlich nicht tätig geworden ist. Und da um die Fragen der IT-Sicherheit geht und nicht nur um die Fragen des Datenschutzes, würde ich betonen wollen, dass eine nachhaltige Politik, eine nachhaltige Digitalpolitik natürlich auch ein gutes IT-Sicherheitskonzept umfassen muss. Denn jede Technik, die wir installieren wollen, um eine nachhaltige und auch ökologisch gute Entwicklung zu unterstützen, muss natürlich in erster Linie auch erstmal sicher sein. Nicht im Sinne von Datenschutz, sondern im Sinne von IT-Sicherheit. Und die Vertrauenskrise, die da jetzt entstanden ist in den letzten, ich würde sagen, vielleicht 5-6 Jahren, die ist so erheblich und die ist noch stärker aus meiner Sicht als die Ohnmacht, die im Datenschutz entstanden ist. Und die wird natürlich für die Entwicklung, die technisch unterstützte Entwicklung, die wir brauchen in Nachhaltigkeitsfragen, desaströs werden. Und es gibt überhaupt keine Bemühungen, hier einzuschreiten, sondern im Gegenteil, derzeit bemüht sich der deutsche Staat im Bund und im Land sozusagen dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen zu unterhöhlen, indem erneut die Frage des, wer darf staatlich hacken, wer darf Sicherheitslücken kaufen, wer darf Sicherheitslücken zurückhalten, sozusagen im Sinne von wenigen Interessen, meistens Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden, einzuschränken. Also wir werden als Deutsche sozusagen auch Aufkäufer in diesem Markt der Sicherheitslücken. Wo aber klar ist, dass wir damit eine Technik, auf die wir uns alle verlassen müssen, unterhöhlen. Das ist also eine schwierige Debatte, die auch aus meiner Sicht viel zu wenig geführt wird. Es gab mal eine größere Diskussion, die ist jetzt so ein paar Jahre her, als das erste Mal in Karlsruhe verhandelt wurde, aber die ist eigentlich verschwunden. Und die meisten Leute haben sich auch strukturell damit abgefunden, dass sie mit IT-Sicherheit in ihren informationstechnischen Geräten nicht zu rechnen haben. Es ist wie so eine Art wie so ein Wetterbericht. Es war heute wieder so ein paar Sicherheitslücken. Oh, heute sind wieder 32 Millionen Daten abhanden gekommen. Oh, wieder ein Reichtum bei
Dem Landgericht Berlin gingen die Rechner nicht. Also sei das so eine Art schlechtes Wetter. Man muss sich jetzt vorstellen, für andere Geräte, wie wir das sozusagen derzeit bei Mobiltelefonen oder bei Computern im Büro oder zu Hause akzeptieren. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie steigen in Ihr Auto und plötzlich hat es keine Scheibe mehr. Oder heute wird nicht geschaltet. Oder über Wochenende ist ja die Software so weit ausgefallen, dass Sie nicht mehr losfahren können. Oder Sie haben Ihre letzte Rate nicht bezahlt, bleibt auch stehen. Also wir sind so ein bisschen in diesem Bereich der Geräte, die wir aber als verlängertes Gehirn und also in einem sehr engen Lebensverbund mit uns tragen und die uns auch in vielerlei Hinsicht steuern, weil wir ohne sie relativ hilflos werden, nach und nach immer stärker, sind wir akzeptierend, dass die Software darauf in der Regel verdammt schlecht ist, dass ein Schwarzmarkt entstanden ist mit Lücken, die man kaufen kann, wo wir mit unseren Steuergeldern jetzt dann auch Sicherheitslücken kaufen, um die zu nutzen. Also die hat sich so ein wilder Westen entwickelt, wo jemand dachte früher, in der kommerziellen sozusagen Datenverwertungswelt wäre schon schlimm. Aber so richtig schlimm ist es erst, wenn man auf die IT-Sicherheit blickt. Und sie ist die Grundlage dafür, dass wir eine nachhaltige, technisch unterstützte Gesellschaft bauen. Sie wird sowieso technisch unterstützt, überhaupt keine Frage. Und noch schlimmer als, mir ist es auch ein bisschen aufgefallen in dieser Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung, wo auch viele immer so ein bisschen als, da passiert etwas und man kann es wenig steuern. Das ist im Technischen noch viel stärker und wir müssen dagegen halten. Denn jede Software, die wir schreiben, jedes Betriebssystem und jedes Gerät hat natürlich auch Verantwortliche, die müssen wir dann aber auch mal zur Verantwortung ziehen. Deswegen war schon bei der Bits und Bäume eine der politischen Forderungen, dass es selbstverständlich mal langsam eine Haftung für Software geben muss und dass es nicht sozusagen hinnehmbar ist, dass wir richtig schlechte, sicherheitsmäßig vor allen Dingen schlechte Produkte auf unseren Geräten und letztlich auch in Geräten, die in unsere Körper wachsen. Das ist ja nicht mehr Gott gegeben, dass wir ein Telefon sozusagen in der Hosentasche haben, das wird ja in uns hineinwachsen, dass wir damit weiterhin leben wollen. Ich glaube, da kann die Nachhaltigkeits- und die Umweltbewegung zusammen mit der Technikbewegung eine ganze Menge erreichen, weil in der Regel die Vorstellung von technikfernen Leuten und Menschen, die sich mit Technik intensiv auseinandersetzen, echt recht ähnlich sind. Es wird aber auch Konflikte geben, gar keine Frage. Das sehen Sie, ich will mal wieder ein Beispiel nehmen von Smart City, Entwürfen, die ja jetzt in vielen Bereichen auch getestet werden, wo zum einen eine große kommerzielle Angebotsvielfalt gibt. Das heißt, da werden vor allen Dingen Datenkonzerne aktiv und die Prototypen, die man jetzt weltweit schon mal besichtigen kann, haben oft auch eine Überwachungskomponente, weil sie einfach von Datenkonzernen gestartet werden, aber da gibt es sehr viel größere Probleme, wo die Rechte der Individuen, aber auch vor allen Dingen die von Minderheiten sehr schwer durchzusetzen sind gegen eine Mehrheit. Wenn man ein typisches Beispiel nennen, was entstanden ist in diesem Verbund München-Wien. München-Wien hat ja so ein paar Ideen für Smart Cities, das ist so ein Verbund. Und die haben, was sehr kluge die macht, die haben sich mit der Bevölkerung auseinandergesetzt und haben wirklich ein transparentes Verfahren versucht. Die haben die Technik gut erklärt, die wollten die Meinungen einholen von denen, die sozusagen in den Städten leben, um das gestalten zu können. Ja? Aber gewisse Probleme lassen sich damit natürlich nicht lösen. Zum Beispiel die, dass es immer Leute geben wird, die in der Minderheit sind, die aber natürlich von einer großen Mehrheit überstimmt werden. Zum Beispiel, wir nehmen mal Parkplatz und Überwachung. Da war die Idee, man könnte ja die Parkplatzsteuerung sinnvoller machen, da hätte man natürlich nicht so viel Abgase, man könnte eine App zur Verfügung stellen und sieht man immer die freien Parkplätze. Aber die wenigen Anwohner, die da leben, haben natürlich eine andere Meinung und dagegen gestimmt, aber die konnten natürlich nie die große Mehrheit von denen, die durch die Stadt fahren wollen und einen Parkplatz suchen, aber auch von denen, die sozusagen ein Stück weiter weg wohnen, überstimmen. Das heißt, diese klassischen Minderheitenrechte-Probleme werden hier auch entstehen und die Individualisierung der Überwachung natürlich auch. Denn ja, will man ein bisschen was Genaueres über einen bestimmten Stadtteil wissen, den man mit smarten Softwareprojekten steuern will, dann hat man in der Regel ein sehr großes Überwachungspotenzial, die immer nur auf die wenigen Anwohner dort
zurückfallen. Und das sind in der Regel sehr viel weniger, als wenn man die Stadt als Ganze sieht und mit den ganzen Touristen und Pendlern dazu. Also diese Probleme ließ sich nicht lösen. Selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt, die Bevölkerung einzubeziehen und sie zu beteiligen und so weiter. Ja? Also sicherlich könnte man jetzt viele andere Beispiele noch aufmachen, wo man sehr deutlich sieht, dass da so eine gewisse Gegenwehr herrschen wird. Denn wenn man sehr viel genauer über die einzelnen Personen Bescheid weiß, kann man natürlich sehr viel besser steuern, aber da ist natürlich das Interesse der informationellen Selbstbestimmung oftmals gegenläufig. Aber nicht nur das. Letztlich ist die Technik auch, und zwar überhaupt die überwachungsfreien Zonen, sind natürlich auch überhaupt eine Möglichkeit, Protest auszudrücken. Und das ist mir eigentlich erst in diesem Jahr so deutlich geworden, also nach der Bits und Bäume-Konferenz, wo wir diese Probleme nicht so stark betont haben. Nämlich, dass natürlich überwachungsfreie Räume auch eine Form von Protest, wie er jetzt geschieht, bei den Fridays for Future Demonstrationen, aber sicherlich auch bei den etwas radikaleren Protestaktionen überhaupt erst ermöglicht. Das ist mir deutlich geworden in der Diskussion um den Hambacher Forst, wo mit einer Selbstverständlichkeit das Polizeirecht in NRW so verschärft wurde, wenn man gesagt hat, diese Aktivisten müssen wir mit Überwachung quasi klein halten. Also der Innenminister Herbert Reul hat es auch sehr deutlich gesagt. Also er hat über Terrorismus geredet, Sie wissen schon, also die Begründung, die man so hat beim Polizeirecht. Aber er war sehr schnell bei den Aktivisten im Hambacher Forst. Ich hatte mir die parlamentarische Debatte angesehen, weil in Nordrhein-Westfalen auch der Staatstrojaner eingeführt wurde und der CCC da als Sachverständiger eingeladen war. Und ich war ganz erstaunt, weil sozusagen wie der Bogen plötzlich von wir müssen Terroristen bekämpfen, aber auch diese Aktivisten beim Hambacher Forst, wie schnell der ging, das war innerhalb von 5 Sekunden. Und das sieht man, glaube ich, auch noch viel stärker, wenn man jetzt mal über Deutschland hinweg sieht, und Richtung Hongkong blickt. Ja. Das Erste, was die Aktivisten da gemacht haben, sind die biometrischen Überwachungszentralen da, die an den Lampen hängen, mit einer Axt zu fällen. Und sich eine App zu beschaffen, dass sie unüberwacht kommunizieren können, überhaupt eine Form von Protest in die Wege zu leiten. Und das hat man schon beim Arabischen Frühling damals gesehen. Das ist oftmals misslungen, weswegen viele, die sich dort im Arabischen Frühling beteiligt haben, dann in den Folterknästen gelandet sind, weil sie nämlich über ihre Mobiltelefone sehr gut ortbar waren. Aber man hat jetzt gesehen, dass dass die Form, wie wir mit Technik umgehen, vor allen Dingen Kommunikationstechnik, aber auch biometrische Erkennung, in dem Fall meistens Gesichtserkennung, wieder sofort im Fokus stand von Menschen, die protestieren wollen. Und wenn man Deutschland sicherlich nicht mit Hongkong vergleichen, sind andere Bedingungen, mir scheint nur, dass überwachungsfreie Zonen, in denen man sich austauschen kann, natürlich für jede Art von Protest, vor allen Dingen solche, die nicht auf ein Land beschränkt werden kann. Ja? Gerade die Umweltbewegung ist ja auf internationale Regulierung angewiesen. Das ist mir so eine Art Enabler erscheint. Also wir müssen auch als Vorbild hier in Deutschland über diese Technik und Überwachung intensiver reden, damit wir Proteste in Ländern, die nicht so privilegiert sind, wie wir überhaupt noch ermöglichen. Ja. Das begegnet mir natürlich auch sehr häufig, wenn ich im Ausland bin, dass man, wenn man darüber spricht, ja, gerade so die Unterschiede zwischen den Ländern, dass man sehr schnell auch auf technische Überwachung zu sprechen kommt. Insofern, ja, da gibt es eine Menge, über die man weiterreden kann. Ich will das vielleicht mal lassen. Ich will noch einen Punkt betonen, den ich schon am Anfang gemacht haben. Ja, sowohl in der Nachhaltigkeit wie auch in der Frage, wie wir Technik gestalten, ist nichts schicksalhaft, sondern es sind in der Regel wirtschaftlich zusammenhängende Fragen, in denen wir Werteordnungen festmachen. Und lassen Sie sich, wenn Sie aus dem Bereich der Nachhaltigkeit oder generell der Klimaforschung kommen, lassen Sie nicht erzählen, dass es in der Technik anders sei. Auch da gibt es immer sehr konkrete Beauftragende und Verantwortliche. Das ist auch keine Welle, die irgendwie entsteht, selbst wenn die Buzzword-Tiefe in der Technik höher ist. Sondern auch da packen wir nur in Software, was wir sozusagen gestalten wollen. Und da müssen wir genauso regulieren und möglichst auch im
im Zusammenhang mit anderen Werten, die wir umsetzen wollen, die eben auch die Nachhaltigkeit betreffen, wie wir das machen würden in allen Bereichen, wo wir letztlich durch Gesetze und Regulierungen versuchen, die Werte, die wir haben, umzusetzen. Insofern unterscheidet sich das von der Technik nicht sehr stark. Ich möchte dazu auch aufrufen, auch wenn ich am Anfang mal kurz erwähnt habe, dass ich kein Freund davon bin, immer die Individuen zu beschuldigen. Trotzdem müssen wir bei uns selber anfangen. Es geht sowohl bei der Frage, was wir essen, was wir konsumieren, wie wir uns bewegen. Es geht genauso in Datenfragen. Weswegen so die typischen Ausreden, warum man noch bei Facebook ist oder sich nicht mal damit auseinandergesetzt hat, was man vielleicht für andere Software benutzen kann, keine gute Ausrede mehr ist. Und denken Sie daran, die IT-Sicherheit ist die Grundlage jeder nachhaltigen digitalen Gesellschaft. Die Grundlage jeder nachhaltigen digitalen Gesellschaft. Damit möchte ich mich sehr bedanken. Ich hoffe, dass Sie eine Menge interessante Debatten haben. Ich kann mich gut erinnern, dass ich als Informatiker eine Menge gelernt habe bei der Bits und Bäume von den vielen Diskursen, die teilweise ja schon sehr lange geführt werden. Und bei Bewegung bin ja sozusagen, ich bin ja ein bisschen Nachhaltigkeits- und Umweltbewegung fern gewesen. Also ich hoffe, dass es hier genauso sein wird, dass es eine Menge Austausch gibt und eine Menge Reden darüber. Denn da glaube ich, da wurde zu lange aneinander vorbeigeredet, als dass man die Chance jetzt nicht auch nutzen sollte. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine schöne Tagung.